Ja, also wir erwarten schon auf alle Jugendlichen diese 2 bis 4 Millionen aus der ganzen Welt. Ja, das wird eine große Sache. Also wir lieben den Papst, also, und den heutigen Papst lieben wir auch so sehr wie der Papst Johannes Paul II. Und auch der Papst Benedikt, der war auch bei uns schon zum Besuch. Und polnische Jugendliche mögen solche Anlässe, um zusammen zu feiern, um zu pilgern, um beten. Und jetzt ist das für uns ganz neu, dass nicht nur polnische Pilger kommen, sondern auch Jugendliche aus der ganzen Welt. Wir sind schon sehr gespannt. Der Stein ist genau in diesem Ort, wo die Altare zum Papstmessen mit Johannes Paul II. Gebaut waren. Und der Stein steht hier als Symbol von diesem Altar und auch als Erinnerung, dass hier in diesem Ort so viele Menschen sich verbunden haben. Also man einschätzt, dass über 1,5 Millionen Menschen in diesem Feld zusammen eine Messe gefeiert hat. An der Stein steht, du bist der Stein. Also das ist das Wort, welches wurde zum heiligen Petrus von Jesus gesagt. Wir werden wir tauchen und Papst wird bestimmt in diesem Ort, wo höher ist, sein, ja, damit jeder ihn sehen kann. Wir sehen hier auch in der Nähe, dass das ein paar neue Straßen ausgebaut sind. Also zum Beispiel diese und diese Straße und auch diese Straße, wo wir jetzt stehen, das sind die ganz, ganz neu gebaute Straßen, speziell für dieses Anlass. Also hier sehen wir schon ein Teil der Gebäude. Es wird entweder ein Teil von Altar sein oder eine Plattform für Journalisten und Männer mit Kamera. Die müssen auch einen guten Augenblick haben auf das ganze Feld. Wird das fertig bis Juli? Bestimmt. Es gibt noch 4 Monate und erst seit einer Woche ist das Wetter genug gut, um solche Anbau fertigzustellen. Wenn in Polen im Winter so kalt ist, dann macht es keinen Sinn, etwas zu machen. Also man muss abwarten und jetzt beim schönen Wetter kann man alles ganz schnell fertigstellen. Fest überzeugt, dass das alles fertig wird. Und hier vorne haben wir auch das Haus der Barmherzigkeit, das schon fast fertig ist in diesem Kreisel, an diesem Weltjugendtagskreisel, von dem aus dann Straßen in das Gelände führen und das Gelände erschließen. Und wir können auch schon erahnen, dass über eine solche neue Brücke hier der Heilige Vater mit seinem Papamobil fahren wird. Und da, wo wir jetzt hier stehen, werden sicherlich viele, viele tausend junge Menschen stehen und sich auf den Weltjugendtag und auf die Gemeinsamkeit mit ihren Freunden aus den anderen Ländern sehr freuen.